Frau Präsident, ich habe heute letztlich diesem Bericht zugestimmt, weil er in der geänderten Form abgestimmt wurde. Daher bin ich den Linksparteien dankbar, heute ausnahmsweise einmal, dass sie klargelegt haben, dass wir keine derartige Prüfung brauchen für eine Änderung der Verträge. Wenn wir in den Debatten gegenüber Russland oder gegenüber der Ukraine permanent auf die Unteilbarkeit der Grundrechte und der Menschenrechte hingewiesen haben, dann sehe ich es überhaupt nicht ein, wieso man das in Bezug auf die Tschechische Republik auf einmal tun sollte. Da sieht man die Doppelbödigkeit der Diskussion. Nur weil es politisch opportun ist, gegen Russland vorzugehen oder gegen die Ukraine vorzugehen, wird dort die Unteilbarkeit der Grundrechte und der Menschenrechte erklärt. Aber sobald es um die Tschechische Republik geht und um die Beneš-Dekrete, da wäre man auf einmal dann bereit, Ausnahmen zuzulassen. Grundrechte und Menschenrechte sind unteilbar, das gilt auch für die Tschechische Republik. Danke schön, Herr Stadler. Herr Hönnen ist nicht anwesend. Herr Posselt? Wenn nicht, dann sind damit die Stimmerklärungen zum DAF-Bericht abgeschlossen und wir kommen zum Bericht Istoriks weiter und Paravan.